Willkommen zurück bei Costume Quest. Ich habe eine Spielpause angelegt. Diese Spielpause war ein Tag lang. Ja, wie auch immer, wir werden fortsetzen. Platz 1, da waren wir. So. Okay. Also, wir hatten eine größere Tüte bekommen. Wir sind auf Level 3. Wir haben die Freiheitsstatue, die ich wirklich abfeiere. Und wir können durch das Tor gehen. So, da bin ich ja noch extra zum Speicherpunkt zurückgefahren. Weil ich das tatsächlich erst jetzt richtig angehen wollte. Ich bin jetzt mal gespannt. Okay. Das habe ich gerade... Wow. Ja, das habe ich gut gemacht, ne? So. Ach ja, da ist das Tor. Okay. Okay. Ich würde sagen, ich wechsle nochmal mein Kostüm. Ja. Ich möchte die Freiheitsstatue. Oh yeah. Und rein mit uns. Ansehen. Was ist jetzt passiert? Kehre zum Monstertor zurück, fände heraus, ob wir durch können, um Reynolds zu finden. Bla. Was? Diese Grabsteine sind nicht aus Pappe. Finde das Monster-Hauptquartier beim Friedhof. Schaffe es über den unheimlichen Friedhof. Okay. Ist ja so unheimlich. Oh, oh, da ist ein Grubbin. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Wir gehen mal zum Friedhof. Oh. Oh, oh, diese Monster warten nur auf uns. Ich wette, ich könnte sie mit meiner Sammeltüte vermöbeln, wenn ich mich hinter sie schleichen könnte. Das kannst du doch. Vermöbeln! Hinter dir! Oh, Sneak Attack! Okay. Oh, es sind drei. Wow. Und dann auch noch Magier und Schaman. Wow. Ach, wir haben gleich Schaden gemacht, weil... Ich glaube, ich mache den Schamanen zuerst weg. Der hat ein höheres Level. Ja, ich mache das so. Der kriegt jetzt erstmal da Ei in die Fresse. Der macht mir nämlich Angst. Okay, ich kenne die Tasten noch. Es ist nämlich so, ich habe jetzt recht viel auf dem DS gespielt. Was heißt viel, aber ich habe gestern auf dem DS gespielt. Und deswegen könnte es sein, dass ich jetzt wieder irgendwas nicht hinbekomme. Ich drücke X. Oh, mein Controller ist leer. Das ist aber schön. Ich könnte gleich die Batterien auswechseln. Ich dachte mir, dass das passieren könnte. Ich dachte nur nicht, dass das sofort passieren würde, aber ich habe mir Batterien auf die Seite gelegt. Das heißt, ich kann das jetzt gleich nach dem Kampf machen. Boah, Everett stirbt mir gleich. Soll er aber nicht. Okay. Kann ich meine Hymne schon einsetzen? Ja. Dann machen wir das doch mal. Freiheit und Heilung. Okay. Ja. So, dann setzen wir doch mal den Raketennagel ein. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Der powert sich nur. Okay, nur. Wer weiß, ob das wirklich gut ist. Aber ja, den haben wir jetzt. Und der Controller ist wieder weg. Komm schon, lass mich den Kampf wenigstens beenden. Schaffst du noch. Yay! Schokomöhre Lollopops. Lollopops. Okay. Gut, okay, sorry. Okay, der Controller hat sich eh schon wieder verabschiedet. Ich bin jetzt einfach mal ganz sneaky. Nimm die leeren Batterien raus. Ihr hört gar nichts. Nein, 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 nein. Ich wechsle hier keine Batterien aus. Ist alles gut. Okay, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Keine Ahnung, fangt ihr gerade den Tag an? Also ich habe hier eine Tasse Kaffee stehen. Ich werde mir irgendwann mal einen Schluck genehmigen. Ist aber gerade noch zu heiß. So, wir stehen hier vorm Friedhof, wir wollen in den Friedhof rein und es war gerade absolut nichts los. Ja, so, da sind wieder Grubbins. Ich kann mich da nicht von hinten anschleichen. Hier komme ich nicht durch. Was ist das denn? Da ist ein Weg. Da komme ich auch nicht hin. Was ist denn hier alles? Also hier sind überall Grubbins und man kann einen Sneak Attack machen.
Aber dem kann ich das, glaube ich, nicht. Weil der schaut mich halt direkt an, ne? Also bei dem muss ich halt rein. Ich kann hier keinen auf Assassin's Creed machen, oder? Das wäre jetzt cool. Hab dich. Okay, ja. Heb dich anders. Aber wir können wieder kämpfen. Okay, jetzt haben wir nur einen Schamanen. Die anderen können draufkloppen. Vor wem habe ich mehr Angst? Ich glaube, ich mache jetzt mal den weg. Der kann die nämlich powern und die sind irgendwie, ups, zu spät geklickt. Beziehungsweise ich habe gerade nicht gepeilt, wo X war. Okay. Ja. Der ist jetzt weg. So. Jetzt weiß ich, wo X ist. Dankeschön. Hört auf, den Roboter anzugreifen. Ah, ja, richtig. Der kann ja kontern. Schon wieder vollkommen vergessen. Spielst du einen Tag lang nicht? Weißt du schon gar nichts mehr. So, wen nehmen wir denn? Ich glaube, ich setze lieber die Hymne ein. Ich will nämlich nicht, dass unser lieber Average stirbt. So. Dann setzen wir doch mal den Raketenhagel ein! Attacke! Alter, die sind immer noch gut mit Leben dran. Aber ja, greift den Roboter an, weil wir können kontern. Greift mich nur an. Er sagte, sie greift die Freiheitsstatue an. Okay. Kommt schon ein Leben? Dein Ernst? Ich hau jetzt den weg. Das bringt's nämlich jetzt gar nicht. Die haben so wenig Leben. Das ist jetzt echt ein Witz hier. Naja. Aber der sitzt sicher weg. Und der andere ist genauso sicher weg. Und tschüss. Küchlein und Klebis. Okay. So. Ich kann hier nicht viel an dem Friedhof machen. Wie wurde der nochmal bezeichnet? Der unheimliche Friedhof. Also ich finde den noch nicht so unheimlich. Vielleicht finde ich ihn nicht so unheimlich, weil ich einfach noch nicht auf Kaffee bin und deswegen nicht wach genug und deswegen überhaupt nicht mitbekomme, wie die Atmosphäre ist. Speaking of Atmosphäre, es ist still. Es läuft keine Musik. Kommt jetzt eine, weil ich es verschrien habe? Nein. Also ich weiß nicht. Also Friedhof ist alles tot, ne? Oh, jetzt kommt Musik. Oh, okay, das kam jetzt sehr verspätet. Ich glaube, da war irgendein Fehler. Musik, Background-Geräusche, wie auch immer. Ich dachte jetzt gerade nur so, hä? Wir rennen hier über den Friedhof, alles ist still. Ist das vielleicht Absicht? Ich meine, es macht schon was her, aber irgendwie macht das nicht unheimlich. Hi. Zutritt verboten, hey. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwen besuchen will. Einer meiner Vorfahren. Kannst mich nicht davon abhalten. Ich verprügel dich gleich zu deinen Vorfahren. Ha. So, wen greife ich denn zuerst an? Ja, ich mache ja gern den Schamanen zuerst weg. So, das Timing da kriege ich jetzt mittlerweile hin. Immerhin das. Der hat immer so eine, der Robo, der hat immer so eine siegreiche, siegesbewusste Pose. Das ist wundervoll. Hier so. Wie stolz er da steht. Hä, ich habe doch A gedrückt. War ich zu spät dran? Wahrscheinlich war ich zu spät dran. Ich kann ihn gerade nicht heilen. Wenn er uns jetzt stirbt, haben wir ein Problem. Oh
Okay, tschüss, Everett. Kann ich ihn eigentlich hochheilen damit? Wenn er, auch wenn er schon weg ist? Werden wir gleich sehen. Das ist so glorios. Nee, ich kann ihn nicht mehr hochhalten. Scheiße. Okay, das war jetzt ein bisschen dumm. Weil ich glaube, ich sterbe jetzt. Yep. Oh nein. 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 Oh, gleich nochmal in den Kampf. Die Vogelscheuche hat uns gerade angelabert, aber ja. Also wenn das Spielprinzip so läuft, dass wenn man die ganze Zeit wiederkommt, genau da, wo man gestorben ist, ja, dann wird schon passen. Ich fange jetzt doch mal mit dem Ei an. Ich habe das irgendwie vergessen. So, ich verklopp mal den hier. Der ist gelähmt, das finde ich gut. Der kann gleich zurückschlagen. Hey. Ich will nicht brennen. Aufhören. So. Ich greife mal den an. Dann macht der Robo den anderen Bogen fertig. So. Sehr gut. Der ist weg. Aua. Oh, der hat jetzt ein Schild drauf. Den brauche ich dann gar nicht angreifen. Brauche ich die Hymne oder funktioniert das? Noch einmal. Machen wir noch einmal. Der ist nämlich jetzt weg. Raketenhagel. Bringt jetzt vielleicht nicht, weil der ein Schild hat. Aber das hat er jetzt wahrscheinlich gleich nicht mehr. Vielleicht verliert er das jetzt. Oh, der kriegt nur 2 Schaden ab. Ich setze jetzt mal die Hymne ein. Weil dem Robo geht's nicht gut. So. Ich probiere es jetzt trotzdem mal. Auch wenn der ein Schild hat. Wow. Ja, okay, jetzt hat er es nicht mehr. Ach, das funktioniert schon. Bräuchte echt mal mehr Leben. Unsere ganzen Gegner haben alles über 100 HP. Und wir gammeln hier so bei 84 rum, ne? Aber wir sind eh bald Level 4. Was? Pillars und Matsch. Oh ja, guckt mal. Kommt zu mir, schnell. Also ja, die Vogelscheuche redet tatsächlich mit uns. Aber weil ich gerade davon redete, Level und so. Wenn ihr mal guckt, uns fehlen schon wieder 50 EP. Mache ich was falsch oder ist das Absicht vom Spiel, dass jedes Mal 50 EP vor Level Up dann noch ein Kampf fehlt oder so? Ha. Okay, die Vogelscheuche. Mhm. Mhm, pst. Kinder des Friedhofs. Kommt zu mir. Schnell. Die Zeit drängt. Ich kann hier ewig stehen bleiben. Okay, 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 ich komm schon. Hi. Ich bin da. Hallo. Hallo, sprechende Vogelscheuche. Hast du keine Angst? Nicht wirklich. Das solltest du aber. Du jagst eine sehr mächtige, sehr gefährliche Hexe. Kannst du uns helfen, sie zu bekämpfen? Nein. Aber ich kann dir das hier geben. Du hast einen Bestandteil des Kürbiskostüms bekommen. Und hier etwas Kleines, das dir auf die Sprünge hilft. Du hast ein Kostümmaterial... Oh. Oh, ein Kürbiskostüm. Können wir Vogelscheuche werden? Wir gucken mal. Oh, das ist hier hinten. Wow. Kürbis. Mehrere Bezirke. Wow, okay. Das ist ein sehr spätes Kostüm, wie mir scheint. Krass. Ich hätte es aber jetzt schon gern. Aber wenn da schon steht, mehrere Bezirke. Wow, okay. Das kriegen wir wahrscheinlich wirklich später. Okay. Wir können uns als Kürbis verkleiden. Oh mein Gott. Es gibt noch so coole Kostüme. Okay, eine Gruft. Da kann ich nicht rein. Es wäre so cool, wenn wir hier so, wenn wir uns hier so umgucken könnten. Jetzt ist es relativ gruselig. Also ich finde es nicht so gruselig, aber jetzt haben wir so Geräusche im Hintergrund. Und so ein bisschen Musik.
so Friedhofsmusik, so classy. Warum stehen hier Sarkophage rum? Wow, okay, ja, ich spreche es auch gleich mal an. Was ist das? Oh Gott, nein, jetzt passiert irgendwas. Ich weiß nicht, schlag mal drauf. Ey, Junge, das ist bestimmt voll die gute... Was ist das? Keine Ahnung. Verprügel es einfach. Hey, hallo? Kinder, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Nur weil man nicht weiß, was es ist, draufzuschlagen. Ich will da nicht draufschlagen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es nicht. Alter, jetzt passiert irgendwas. Huch, ich hänge ja fest. Ich will nicht draufschlagen. Oh, da geht nur der eine. Der zweite geht gar nicht. Sag mir, dass es eine Truhe ist, sonst öffne dich. Wow. Das scheint nicht so zu funktionieren. Manche Geheimnisse können sogar Süßigkeiten nicht lösen. Öffne dich. What the sh... Alter, wir verprügeln hier ein Sarkophag. Finde ich vollkommen okay. Okay, dann gehen wir halt weiter. Oh, da ist die Hexe. Oh. Dorsilla. Die Grubbenziffer. Ah, ich habe ihn erwischt, wie er unter dem Bus geschlafen hat. Das ne, bla, Boatshorn. Einkaufszentrum, Ortum, Haven. Okay. Metzel. Okay, was? Mache dich hässlicher. Oh ja, ein Hässlichkeitsstab. Wie cool. Lol. Das... Lol. Was? Was? Essen. Es sieht so... Was? Der wird sein Megafon essen. Oh, er wird uns unsere böse Seite zeigen. Ist das ein Bossfight? Oha. Wow. Heftig. Jetzt sieht er gar nicht mehr so gut aus. Nee. Ich bin ja nicht so, aber mein Megafon ist echt wütend. Wow, krass. Wow. Das Megafon ist was Eigenständiges? Lol. Okay, wir greifen erstmal ihn an. Mit dem Ei. In die Fresse. Hat er das gerade abgewehrt? Ich glaube, wir sollten zuerst das Mikrofon an... Mikrofon, vor allem Megafon angreifen. Oh ja, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Oh Gott. Obligatorische Timo. Oh, er kann Leute herbeibeschwören. Okay, ja, ich würde sagen, wir greifen wirklich das Megafon an. Krass. Krass. Okay. Kann ich dem Megafon ein Ei ins Gesicht klatschen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich greife es trotzdem mal weiter an. Oh. Zu früh. Wir sind jetzt schon Half-Life hier. Oh Gott, nein. Nee, ich greife jetzt das Megafon an. Und ich mache jetzt das. Raketenhagel! Ah, das Megafon ist bald down. Sehr gut. Sehr gut. Ich sehe gar nicht, was der angreift genau. Das sehe ich gar nicht. Die Perspektive ist gerade wirklich, wirklich komisch. Wahrscheinlich, weil der Boss einfach zu riesig ist. So, ich habe jetzt Angst um unseren Roboter. Deswegen Freiheit! Und so. So. Das Megafon hat sich geheilt. Das finde ich jetzt doof. Oh, ich hab nicht A gedrückt. Sorry, ich bin... Oh. Ja, hört auf, euch zu heilen. Das finde ich echt nicht cool. Das Megafon jetzt mal tot gehen. Dankeschön. Das war viel mit Eigentum. Oh. Ich habe doch X gedrückt. Wow.
Ich hab's überlebt. Aber ich habe X gedrückt. Boah, ich kann meine Hymne gerade nicht einsetzen. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte den Schamanen wegmachen, weil der powert den nämlich übelst. Oh ja, machen wir es mal so. Skatusch. Und jetzt bitte, nicht auf die Freiheitsstatue. Doch, das ging auf die Freiheitsstatue. Ich sehe das nicht. Bist du jetzt tot? Oh, ein Leben. Oh, ach so, das ist das Absicht? Nein. Hä? Oh, wir haben es geschafft. Oh. Wir haben eine Kampfmarke bekommen. Ah. Zurechtgestutzt. Was? Oh. Hinterher! Nice. Blinde Passagiere. So fahre ich auch immer Bus. Naja, also das ist das Angenehmste, weil ich meine, ne, musst du mit keinen Leuten interagieren. Und da hinten will eh niemand mitfahren. Autumn Haven. Autsch. Ich bin auf meinem Würfel gelandet. Bevor sie uns im Rückspiegel sehen. Oh, nein, wer guckt denn in den Rückspiegel? Oha. Wie sieht's denn hier aus? Oh, da leuchtet eine Kiste. Wow. Hey. Okay. Wo sind wir? Einkaufszentrum Autumn Haven. Glaube ich. Bist du sicher, dass das ein Einkaufszentrum ist? Das ist ein Verlies. Das ist ein Verlies. Okay, ich kann das verprügeln. Es sieht schon danach aus. Ja. Dieser Teil des Zentrums ist wohl noch Baustelle. Mhm. Eine Karte vom Verlies. Hey, schau, schau. Siehst du auch, was ich sehe? Süßwarenladen Riesenfund. Bingo, du weißt, da wollten sie hin. Dann schnell zum Süßwarenladen. So, wir haben einen Speicherpunkt gefunden. Und ich kann hier diese Sachen verprügeln. Das finde ich cool. Was ist damit? Das kann ich nicht verprügeln. Das sind leuchtende Kisten. Okay, hier kann ich nichts mehr machen. Ich muss hier hoch. Sieht echt gut aus hier. Sieht gut aus. Schönes Einkaufszentrum.